Guten Morgen, es ist jetzt Samstag früh, der vorletzte Tag der Ferien. Und ich bin vor 5 Minuten aufgewacht. Und es geht jetzt erstmal ab zum Bäcker. Abfahrt. Ich bin jetzt vom Brötchen holen zurück. Jetzt haben wir noch den Vorrat für die nächsten 2 Wochen geholt. Ja, ich habe heute Großes vor. Was heißt Großes? Ich habe mit meinem Vater zusammen Surfzeug gekauft. Ganz viel Neues. Richtig Schönes. Also gebraucht, aber für uns neu. Und ja, das habe ich gestern schon ein bisschen ausprobiert. Und das fährt sich richtig, richtig cool. Und ja, dann habe ich mir wieder vor, eine Kamera mitzunehmen aufs Surfbrett und mal auszuprobieren. Heute eigentlich voll schön Wind angesagt. Mal gucken, ob sich das auch noch bewahrheitet. Gestern war sogar dann mehr als angesagt, aber so mögen wir es doch, ne? So, ich bin jetzt auf dem Weg nach unten zum See. Also eigentlich ist schon schön was Surfen angesagt. Noch ist nichts da. Wenn das gar nichts wird, dann wäre es übelst traurig. Ja, ich habe sogar meine Drohne mitgenommen, um mal ein paar Drohnenshots zu kriegen. Aber wenn ich jetzt das schon sehe hier, heute ist Sauna Cup, so ein ganz großer Segel. Segel-Scheiß. Segel. Sprachen lernen, Bubble. Wie nennt man das? Regatta. Ah, Segelregatta. Nice. Genau. Und ja, es sind übelst viele Boote. Auch schon unten auf dem großen Platz aufgebaut. Und ich werde mal gucken, ob ich es schaffe. Und irgendwie da neben mal aufbauen kann. Und ob überhaupt Wind kommt. Ist ja natürlich ganz blöd, wenn gar kein Wind kommt. Ja, aber naja, wollen wir nicht so pessimistisch sein.
Only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Hallo, wir sind jetzt angekommen. Wir sind hier in einem Hotel und es voll geiler Ausblick, ich werde hier voll von der Sonne angestrahlt. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir sind da oben oder hier vorne gleich im Panorama-Restaurant. Genau, und ja, es sind noch nicht sehr viele Leute da, aber es ist auf jeden Fall richtig cool hier. Like a river flows surely to the sea. Darling, so it goes. Some things are meant to be. Wir sind jetzt hier in Klingenthal und ja, wir sind gestern irgendwie, ich bin ein bisschen früher nach Hause gefahren, habe mich dann hingelegt und ja, wir sind heute, haben heute früh noch irgendwie vor, Drohnen zu fliegen und ja, das ist nicht meine normale Drohne, ihr kennt ja schon von meinen vorherigen Videos ein paar Drohnenaufnahmen, die mit der DJI, also mit so einer sehr automatischen Drohne, die so macht gute Bilder, alles Bildstabilisation, alles drum und dran. Und ja, und die Drohne, die wir heute fliegen, mit meinem Onkel ist mit hier und der baut Race-Drohnen, habe ich auch bei mir ein paar zu Hause, er hat mir ein paar abgegeben, wir haben zusammen welche gebaut und so. Und ja, ich zeige euch mal ein bisschen, wie so eine Race-Drohne filmt. Die fliegen natürlich ein bisschen schneller und ein bisschen unautomatischer. Aber schaut selber mal rein und lasst euch mal überzeugen.